Die Fortnite-Insel wird gerade von dem Chrome verschlungen und breitet sich immer weiter aus. Und das Ganze ist von dem neuen Herald-Boss verursacht worden. Und das Ganze soll dazu dienen, dass wir das Nichts in Fortnite bekommen. Und wir haben eigentlich gar keine Idee, was das Nichts ist in Fortnite. Aber tatsächlich haben wir vor 3 Jahren die ersten Teaser dazu bekommen. Ich glaube, wir erwarten die dunkelste Zeit in ganz Fortnite. Und das wird heftiger als der Kampf gegen die Sieben. Die Sieben sind alle weg. Wir wissen nicht, ob sie tot ist oder noch leben. Und die einzige, die noch da ist, ist Paradigma, die nach den Sieben sucht. Das Ganze wird dann in einem Live-Event zu Ende gebracht. Und nach diesem Live-Event werden wir ein neues Kapitel in Fortnite bekommen. Ihr habt richtig gehört. Anfang Dezember kriegen wir die nächste Season und es soll das nächste Kapitel in Fortnite werden, also Kapitel 4. Denkt euch jetzt, das hört sich komisch an. Bleibt bis zum Ende dran, werdet ihr mir vielleicht glauben, dass wir Anfang Dezember Kapitel 4 in Fortnite kriegen. Das klingt verrückt, aber wir gehen rein. Wir wissen alle, dass sich ja jetzt generell die Storyline ein bisschen verändert hat, Leute. Angefangen hat das Ganze mit Paradigma. Sie hat ja jetzt nämlich angefangen, nach den Sieben zu suchen. Wir haben im Trailer gesehen, dass die letzten 7 Mitglieder in dem Forschungslabor vom Wissenschaftler diese Chromsubstanz erforscht haben. Und was ist dann passiert? Der Wissenschaftler wurde zuerst von diesem Chrom verschlungen. Anscheinend hat dieses Chrom ein eigenes Leben. Und nachdem der Wissenschaftler von diesem Chrom verschlungen worden ist, ging es richtig schnell zum Origin rüber. Und er wurde auch verschlungen. Was viele nicht wissen, der Besucher war tatsächlich auch da. Den hat man nur ganz kurz gesehen und er wurde auch vom Chrom verschlungen. Und kurz bevor Paradigma fliehen wollte, hat das Chrom-Ding diese Dinger gemacht. Ihr habt's gesehen, Leute. Der Chromschleim wollte irgendwie größer werden, aber kurz danach ist Paradigma aus dem Dach rausgeflogen. Und wenn wir ganz genau schauen, sehen wir überall ringsherum um das Labor extrem viel Chromschleim. Was Paradigma danach nicht sieht, ist dieser krasse Tornado und fliegt in ihn tatsächlich rein. Eigentlich muss man sagen, dass der Tornado gut für Paradigma war, weil ohne den Tornado wäre Paradigma nicht in der Nähe von dem Zero Point gekommen, um damit dann in die Realität 659 zu entkommen. Und diese Realität 659 wird eine extrem große Rolle spielen in der Zukunft von Fortnite, beziehungsweise in dieser Season. Wir sind an Paradigma, die in den Zero Point reingeht, beziehungsweise in die Realität. Und aus dem Chromschleim kommt der Herald-Boss raus. Und wer ist eigentlich der Herald-Boss und was plant sie? Letzte Season haben wir das erste Mal den Herald gesehen, wo sie den Realitätsbaum durch eine Kugel gesehen hat. Insgeheime hat sie aber die ganze Zeit den Zero Point manipuliert und die ganze Power davon hat sie auch manipuliert. Wir haben dann diese Relikte bekommen und diese Relikte waren dazu da, um uns zu warnen. Denn der Zero Point hat uns gebeten, ey, irgendwas geht vor sich, wir brauchen Hilfe. Und diese ganzen Relikte waren ja von verschiedenen Realitäten. Dann kam der Herald-Boss auf die Map in dieser Season und die Verbindung zwischen dem Realitätsbaum und dem Zero Point wurde gekappt. Und wenn wir uns jetzt den Realitätsbaum angucken, sieht er relativ tot aus. Aber warum heißt dieser Boss Herald? Also das ist der englische Name Herald. Und die Bedeutung von Herald heißt nämlich eine Person oder Sache, die als Zeichen dafür angesehen wird, dass etwas passieren wird. Also sie ist das Zeichen, dass etwas passieren wird. Das ist die Bedeutung von Herald im Englischen. Die jetzige Season heißt ja Paradies und wir wissen ja, dass sie jetzt die ganze Insel erobern will mit dem ganzen Schleim. Und die Teaser von Fortnite haben ja gesagt, it consumes everything, also es wird alles verschlingen. Und das ist genau der Plan von dem Herald. Die ganze Map soll voller Chrom werden. Anfang letzter Woche haben wir ja die neuen Quests bekommen. Dort haben wir mit Paradigma und der Assistentin vom Wissenschaftler, die er programmiert hat, verschiedene Quests absolviert, um Antworten zu finden. Da war eine Quest dabei, die uns etwas verraten hat. Denn wenn wir an diese neuen Wurzeln vom Realitätsbaum hingehen, verändert sich unser Bildschirm. Und bei dieser Quest haben wir tatsächlich auch eine geheime Nachricht bekommen. Paradigma hat nämlich in dieser Nachricht gesagt, dass nichts. An die Überlebenden. Hier spricht Paradigma. Ich weiß nicht, ob mich hier hören kann, aber ein Versuch ist es wert. Schick mir ein Zeichen, wenn ihr könnt. Jungs, du kannst mich hören. Ich kann nur kurze Nachrichten senden, aber ich schicke dir alles, was ich weiß. Seid vorsichtig und hör gut zu, denn wir haben nur eine Chance. Das Nichts. Und das Krasse dabei ist, Fortnite hat das Licht schon vor 3 Jahren angeteased. Beziehungsweise diesen Schurken angeteased auch. Länger als Geno, als allen anderen Schurken, die wir bis jetzt alle hatten in Fortnite. Das Nichts wurde tatsächlich das allererste Mal bei dem Kapitel 1
das Ende-Event angeteasert. Damals hatten wir nämlich dieses schwarze Loch. Jeder von euch kann sich damals erinnern, das war geisteskrank. Und komischerweise kamen bei diesem schwarzen Loch, wo Fortnite, glaube ich, 2 bis 3 Tage down war, kamen immer wieder solche Zahlen rein. Und wenn ihr jede einzelne Nummer richtig in die Reihenfolge tut, kommt das hier raus. Aber jetzt passt auf, muss ja ein Gerät geben, wie diese ganzen Nummern entschlüsselt werden können. Und tatsächlich hat der Wissenschaftler ein Tape gehabt, um diese Nummern zu entschlüsseln. Und das kam dabei raus. Ich habe das Video jetzt die ganze Zeit gesucht, aber ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden. Deswegen muss ich es euch leider auf Englisch kurz zeigen, beziehungsweise anhören lassen, aber ich werde es euch natürlich übersetzen kurz. Hier kommt das Video. I was not alone. Others are outside the loop. This was not calculated. Also, er hat hier nämlich gesagt, ich war nicht alleine. Andere waren auch außerhalb der Zeitschleife. Das Ganze war nicht geplant. Das Nichts ist unvermeidlich. Da wurde das erste Mal das Nichts angeteasert. Für Jahre hatten wir keine Ahnung, was das Nichts zu bedeuten hatte. Aber zum Glück haben wir jetzt Season 4. Jetzt wissen wir es endlich. Und es sieht also so aus, weil das Nichts damals bei dem Schwarzen Loch-Event und jetzt gerade da ist. Also damals wurde es angeteasert, jetzt kommt wirklich das Nichts. Könnte das ein Hinweis sein zum nächsten Kapitel? Aber ihr fragt euch jetzt, hä, aber warum kommt jetzt das nächste Kapitel? Aber um das Ganze zu verstehen, erkläre ich euch das mal jetzt mal ein bisschen genauer. Und wie das Nichts in Verbindung steht mit der letzten Realität, Geno und sogar dem Zero Point selber. Was wir hier daraus gelernt haben, wird euch wirklich schockieren, Leute. Wenn wir uns das Herald Set im Battle Pass angucken, steht nämlich dort, nichts ist für immer. Und wenn wir uns ihre Beschreibung anschauen, sehen wir hier auch Teaser. Und zwar, das Nichts ist am Kommen, das letzte Licht, was ihr sehen werdet und ein Musik-Hack, was hier sagt, abspielen und tu dich vorbereiten, was als nächstes passieren wird. Es beantwortet aber jetzt noch immer nicht unsere Frage, was ist eigentlich das Nichts? Ist es ein Event, eine Gruppe oder ein anderer Name für die letzte Realität, genau wie damals? Wie wir wissen, wurde das erste Mal das Nichts vom Wissenschaftler angeteasert. Und er hat ja damals gesagt, es ist unvermeidlich. Und das Ganze ist ja nur passiert, weil die 7 den Zero Point freigelegt hatten. Zum Glück, muss man sagen, hat die IO in Kapitel 2 wieder die Macht gehabt über den Zero Point. Wäre die IO nicht da gewesen, hätten wir das nicht schon früher bekommen und hast sozusagen das Nichts aufgehalten erstmal. Wir wissen aber jetzt, was vor dieser Season passiert ist, bei dem letzten Live-Event. Wir haben sozusagen erstmal die IO besiegt und haben den Zero Point befreit. Und da der Zero Point jetzt auch frei ist, ja, kann das Ganze wieder passieren. Aber es gibt noch eine andere Verbindung, nicht nur mit der IO, sondern der jetzige Schurke Herald und die Königin von damals, beziehungsweise die Würfelkönigin. Wo die letzte Realität mit der Würfelkönigin gekommen ist, in Kapitel 2, hat die Würfelkönigin eine Armee auf die Map geschickt, um alles zu zerstören, um nichts zu hinterlassen. Am 11. Oktober mit dem Release von diesen Dune-Outfits hat nämlich Donald Master das gepostet. Auf Englisch, where the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain Frank freaking Herbert. Das heißt so viel wie, wenn die Angst weg ist, wird das Nichts da sein. Nur ich werde übrig bleiben. Frank Freaking Herbert. 4 Tage später hat Donald Mustard das neue Comic to Foundation beworben. Mit den Worten, everything changes or nothing. Also alles ändert sich oder nichts. Und jetzt kommt die Kirsche auf der Torte mit dem Nichts. Und zwar, 4 Tage später ist die Würfelkönigin das erste Mal zu sehen gewesen in Fortnite. Und Donald Mustard hat das hier gepostet. Only nothing will remain. Nur das Nichts wird übrig bleiben. Das Krasse ist einfach, die haben das Ganze einfach schon früher angeteasert. Bei der Operation Skyfire haben wir die Würfel gesehen, die in einer komischen Substanz drin waren. Und diese Würfel haben uns sogar angegriffen. Wir konnten zwar die Würfel erstmal aufhalten, wurde der Würfel von uns wieder zum Leben erwacht und er wurde blau. Warum ist das eigentlich passiert? Wisst ihr warum? Warum ist er gestorben und dann haben wir den wieder mal wiederbelebt? Warum? Und zwar lag das an der Würfelkönigin, weil die Würfelkönigin ein Schwarmbewusstsein hat. Also das heißt, sie konnte mehrere Dinge mit ihrem Bewusstsein steuern und war in mehreren Dingen vorhanden. Ihr Bewusstsein war in mehreren Sachen drinne. Wie zum Beispiel die Würfel. Und zwar hat nämlich die Würfelkönigin diese Würfel benutzt, um ihr Bewusstsein so zu verändern von dem Würfel, um sie zu übernehmen und
damit die Würfel gegen uns kämpfen. Und somit hat die Würfelkönigin eine Würfelarmee aufgebaut. Wir gehen nochmal zurück, wo wir nämlich bei dem Event diesen lilanen Würfel aus- oder kaputt gemacht haben, haben wir sozusagen das Bewusstsein von diesem Würfel und der Würfelkönigin, ja, zerstört. Dann haben wir den Würfel wiederbelebt mit unseren Händen und er wurde blau, ja, dann wurde er wieder normal. Das davor war das Bewusstsein von der Würfelkönigin, die diesen Würfel gesteuert hatte, weil er hat uns ja auch angegriffen. Und das heißt, dass alle Würfel damals blau waren eigentlich. Und diese Information können wir jetzt verwenden, um über das Nichts zu lernen. Und das wird jetzt die Fortnite-Storyline komplett verändern und wie wir über die Storyline denken. Am Anfang von Kapitel 2 hatten wir ja einen Charakter mit dem Namen Zero. So sieht er hier nämlich aus. Der Skin ist sozusagen einfach ein Zero-Point-Skin. Und seine Beschreibung war im Englischen Everything and Nothing, im Deutschen Alles oder Nichts. Das heißt so viel wie, dass der Zero Point wie Yin und Yang ist. Der Zero Point ist voll mit allem und nichts. Beziehungsweise die perfekte Balance. Das Ganze können wir daran sehen, dass wenn wir Live-Events haben, die irgendwas mit dem Zero Point zu tun haben, war der Zero Point immer unstabil und wurde destabilisiert und hat dann immer irgendwelche komischen Sachen mit der Map angestellt. Und wenn wir uns jetzt mal das schwarze Loch genauer anschauen und richtig in die Mitte schauen, sehen wir komplette Dunkelheit in der Mitte vom schwarzen Loch. Wirklich komplett, da gibt's nichts anderes. Es wurde aber die ganze Zeit bei Quests und Twitter-Posts immer als Dunkelheit beschrieben. Also machen wir es einfach. Der Zero Point ist aus allem. Und zwar mit der Farbe Blau. Okay, aus allem. Das ist die Farbe Blau. Damit sind die Schmetterlinge gemeint, die Rifts, der Tresor damals. Und auf der anderen Seite haben wir nämlich das Nichts beim Zero Point, das sozusagen die Farben lila hatte und jetzt Chrom. Die IO hat diesen bösen Schleim von tausenden von Jahren von der Insel ferngehalten. Aber wenn dieser Schleim Überhand übernimmt, ja, da die IO jetzt weg ist, ja, hat der Schleim jetzt wieder Überhand genommen, also das Chrom. Und es wird alles verschlingen. Also versteht ihr, wie ich meine? Das ist das Nichts. Das ist sozusagen Zero Point. Versteht ihr, wie ich meine? Ich hoffe, es hat bei euch ein bisschen Klick gemacht, Leute. Ich weiß, es sind viele Informationen, aber ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Und deswegen hat die Würfelkönigin damals die Schmetterlinge in der Hand zerdrückt. Ja, da gab es eine Szene, wo die Würfelkönigin den Schmetterling in der Hand zerdrückt hat, weil sie mit dem Nichts zu tun hatte, also der Farbe Lila und den Würfeln und sozusagen gegen Blau das alles kämpft. Und der Schmetterling war auch blau bei der Szene. Und deswegen hat sie auch das Bayer von der Map entfernt. Das heißt also, wir sehen also das schwarze Loch, ja, Harold und die Würfelkönigin. Da steht sozusagen für das Nichts. Und wenn wir die Königin und den Harold uns mal genauer anschauen, sind relativ viele Ähnlichkeiten vorhanden. Sie hatten beide einen Thron, wollen beide die ganze Map langsam übernehmen und wollen beide das Ende für die Insel oder das Nichts. Aber wenn ihr euch wundert, warum der Harold aussieht wie ein Realitätsbaum. Jetzt passt mal auf. Denn der Harold wurde nämlich aus dem Nichts erschaffen, aka die dunkle Energie vom Zero Point. Das Nichts, ja? Und das Nichts ist ja lila und so. Ja, haben wir ja vorhin schon gelernt. Und Leute, wie der Battle Pass Skin Bytes, war es möglich gewesen, in das Nichts einzutreten und wurden aber dabei vom Chrom übernommen. Und deswegen hat er diese Spitzhacke an der Hand, nämlich dieses Chrom. Und der Skin Bytes aus dem neuen Battle Pass konnte tatsächlich in das Nichts oder in diese Dunkelheit eintreten, aber wurde dann vom Chromschleim erfasst, wurde umprogrammiert fürs Böse. Deswegen sehen wir auch seine Spitzhacke als Chromschleim. Und wir haben die ganze Zeit nach der richtigen Storyline von Fortnite gesucht und haben gedacht, die Storyline ist ein Kampf von den Elementen. Aber wir waren tatsächlich falsch. Es war nicht einfach nur ein Kampf zwischen den Sieben und der IO. Die Storyline ist eigentlich alles gegen nichts. Also, der normale Zero Point und das schwarze Loch. Blau gegen Lila und Licht gegen Dunkelheit. Das Ganze hat über tausende Jahre zusammengelebt, aber jetzt, da Geno weg ist, was wir im Comic gesehen haben, hat er nämlich diese Worte gesagt auf Englisch. It means the end of everything. Er sagt hier, es heißt das Ende von allem. Die IO war sozusagen da, um die Balance zwischen alles und nichts
zu haben. Da die IO ja jetzt weg ist und Geno auch weg ist, die Balance zwischen den Zero Point ja unstabilisiert. Das heißt also, ja, alles und nichts sozusagen überwiegt jetzt das Nichts. Da jetzt Geno ja auch weg ist und die IO auch, heißt es so langsam, dass nichts kommt. Da es nichts gibt, was auf der Map zurzeit böse ist oder sonstiges, außer wie schon gesagt, das Nichts ist jetzt da. Das Nichts ist am Kommen und der Herald wird das auf jeden Fall durchsetzen. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch heißen, dass der Herald selber vom Nichts verschlungen wird. Und das erklärt auch, was ist mit den Sieben passiert. Und wie schon gesagt, von den Trailer haben wir ja gedacht, dass sie von diesem Chrom verschlungen worden sind. Wahrscheinlich sind die gestorben. Aber da wir ja jetzt wissen, was das Nichts ist, also alles, was dieses Chrom aufschlingt, ist ja auch das Nichts. Und wahrscheinlich sind die Sieben Part von diesem Chrom jetzt auf der Map. Es könnte sogar sein, dass das Schloss auf der Map von dem Herald mit dem Chromschleim von den Sieben gemacht worden ist. Natürlich nicht alles, aber ein Teil davon. Jones und Paradigma versuchen gerade, das Chrom selber zu kontrollieren, damit die den Kampf natürlich gewinnen. Weil, wenn man das Chrom so umprogrammiert, könnte uns das Ganze helfen. Und die Antwort liegt nämlich in der Realität 659, genau dort, wo Paradigma hingegangen ist, aus dem sie aus dem Labor geflüchtet ist. Und Paradigma ist ja in den Zero Point gegangen, um in die Realität 659 zu gehen. Und das ist die Antwort von allem. Denn Leute, anscheinend ist das die Heimat von Paradigma, denn laut dem Comic sagt sie hier, my world's relationship to technology made me uniquely qualified to pilot the Mech. Das heißt also, ihre Welt hat sie so weit gebracht in der Technologie und in der Wissenschaft, dass sie sogar den Mecha-Roboter ja steuern konnte. Das heißt also, wenn die jetzt bei der Realität 659 ist, kannst du irgendwelche Dinge, irgendwelche wissenschaftliche Sachen oder in die richtige Fortnite-Welt wiederbringen, um gegen das Chromschleim anzukämpfen oder gegen das Nichts. Und wenn wir uns den Trailer nochmal anschauen, sehen wir sogar, dass Paradigma hier eine neue Waffe hat. Und das ist sozusagen auch ein kleiner Spoiler, dass wir ein riesen Live-Event kriegen, was krass sein wird. Mit den Sieben, die es zurzeit nicht auf der Map gibt und im Moment, wo Paradigma in der Realität 659 ist, haben wir gerade keine Chance gegen das Nichts anzutreten. Und wenn das Nichts vor Paradigma die ganze Map verschlungen hat, dann ist es vorbei. Und das ist die Ende von der Realität. Aber jetzt passt mal auf, Paradigma ist ja nicht da. Sie ist in der Realität 659, aber wir können uns vielleicht auf eine Person verlassen, und zwar Geno. Wir wissen ja, dass Geno, wie schon gesagt, nicht tot ist, laut dem Comic. Es könnte also sein, dass Geno vielleicht am Ende beim Live-Event in letzter Minute auf die Insel kommt und uns retten wird. Und das Ganze baut darauf auf, dass wir Anfang Dezember das neue Kapitel in Fortnite bekommen werden. Das ganze neue Kapitel bringt uns eine neue Map mit dem Namen Asterio. Und das Ganze wurde auch schon geleakt, Leute, da die das Ganze schon mal getestet haben. Genauso wie beim Ende bei Kapitel 2, wo wir gegen die Würfelkönigin kämpfen mussten, die am Ende die ganze Realität aufschlingen wollte. Und in Season 10, also Season X, haben wir das Nichts kurz bevor gestoppt. Theoretisch haben wir seit 3 Kapiteln den gleichen Schurken, nämlich das Nichts. Und jetzt ist es wieder zurück, aber dieses Mal sind die Sieben nicht auf der Map. Es gibt sehr, sehr Mysterien, dass Kapitel 4 wiederkommen soll. Aber ich könnte schon behaupten, dass nach 4 oder 5 Jahren dieser Story das Kapitel beendet sein könnte. Aber was können wir dann in Kapitel 4 erwarten, wenn die Story sozusagen vorbei ist in Fortnite? Da Asteria eine griechische Göttin ist und diese griechische Göttin konnte sich tatsächlich in eine Insel verwandeln. Ihr habt richtig gehört, ja. Und Apollo und Artemis, so hießen die anderen Maps in Fortnite, waren tatsächlich auf dieser Insel geboren. Falls ihr es nicht wusstet, die zwei sind tatsächlich Geschwister. Apollo und Artemis. Und wie schon gesagt, sie sind die Codenamen von Kapitel 2 und Kapitel 3. So hießen nämlich die Maps damals. Das war ein richtig krasses Video, Leute. Das Ganze war hier von Top 5. Checkt die gerne in der Beschreibung aus. Ich habe das versucht, richtig gut zu übersetzen für euch, damit ihr alles versteht. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao.